Also gut, Party People, heute geht's um Methoden in Java. Methoden sind in Java Funktionen. Ein Programm in Java braucht diese Methoden, damit es überhaupt irgendwas machen kann. Solche Methoden stehen in Java immer innerhalb einer Klasse. Eine Methode kennt ihr bereits aus den letzten Videos, die Main-Methode. So eine Methode besteht immer aus den gleichen Bestandteilen. Wichtig zu wissen ist, was ist ein Rückgabetyp und was sind Parameter? Ein Rückgabetyp sagt der Methode, welchen Typ die Funktion am Ende zurückgeben soll, quasi das, was hinten rausgeschmissen wird. Also steht da ein Int, dann muss der Wert oder was auch immer da so rauskommt vom Typ Int sein. Seht ihr gleich im Beispiel. Parameter können einer Funktion übergeben werden, das bedeutet, man gibt der Funktion sozusagen Werte, mit denen sie arbeiten soll. Das sind quasi die Eingabewerte. Das ist wie wenn ihr etwas in den Ofen schiebt. Er macht irgendwas mit dem Inhalt, meistens erhitzt er das, was ihr da reinschmeißt. Jedenfalls bei mir. Sozusagen ist der Ofen die Methode. Das, was ihr jetzt reinhaut, sind die Parameter. Die werden dann im Ofen verarbeitet. Und am Ende kommt ein Rückgabewert raus. Den Typ des Rückgabewerts definiert ihr halt vorher. Ob es zum Beispiel eine Pizza sein soll, die rauskommt, oder ein Integer. Merkt euch, Methoden sind Funktionen innerhalb einer Klasse und sie sind wichtig, damit das Programm funktioniert. Dann ballern wir mal unsere eigenen Methoden in so ein Programm. Zuerst starten wir mit einer eigenen Klasse. Normalerweise haben wir jetzt eine Main-Methode geschrieben und dort irgendwelche Anweisungen ausgeführt. Die machen wir aber später. Jetzt basteln wir uns erstmal eine neue Methode. Zuerst kommt public static void und dann der Name, hier easy. Public bedeutet, dass die Methode von anderen Klassen genutzt werden kann. In unserem Fall können wir das public auch weglassen, da wir ja nur eine Klasse haben. Hier mal so als Sidefact, neben public gibt es noch private und protected. Diese Optionen regeln den Zugriff auf die Methode. Das ist aber erst wichtig, wenn wir mehrere Klassen programmieren. Zurück zum Thema. Static steht für statisch. Es bedeutet, dass die Methoden nicht an ein Objekt gebunden sind, sondern auch ohne explizites Objekt aufgerufen werden können. Auch das wird wieder wichtig, wenn wir mehrere Klassen programmieren und Objekte erzeugen. Am besten ihr merkt euch, mit Static kann man unabhängig von irgendwelchen Klassen und Objekten Methoden deklarieren. Kommen wir zu Void. Das kennt ihr ja schon von der Main-Methode. Void bedeutet leer, also kein Rückgabetyp. Das heißt für unsere Methode jetzt, wir müssen keinen besonderen Typ als Wert zurückgeben. Nach dem Namen kommen zwei runde Klammern, da kann man dann Parameter reinschmeißen. Aber für den Anfang verzichten wir darauf mal. Unsere Anweisung in der Methode ist auch schon bekannt. Wir geben einfach einen Satz auf der Konsole aus. Und das war schon die Methode. Geil, aber damit das Programm auch funktioniert, brauchen wir die gute alte Main-Methode. Wie gewohnt ballern wir zuerst die Deklaration dahin. Die Anweisung besteht jetzt nur daraus, die Methode von vorher aufzurufen. Also easy, Klammer auf, Klammer zu, Strichpunkt. Geben wir das jetzt auf der Konsole aus, erhalten wir eben das, was bei der Methode passiert. Also, guten Tag, ihr Schlawiner. Merkt euch, damit Methoden auch funktionieren, müssen sie in der Main-Methode aufgerufen werden. Die Reihenfolge der Methoden ist dabei schnurzpiepegal. Ihr könnt erst die Main und dann eure eigenen Methoden schreiben oder andersrum. Wir schreiben die Main-Methode unten hin und unsere eigenen Methoden darüber. Einfach darum, weil wir dann beim Durchgehen sehen, ob wir die Methoden auch aufrufen. Machen wir jetzt mal eine Methode mit Parametern. Zuerst wieder Static und Void. Das heißt, wir wollen wieder keinen bestimmten Typ zurückgeben. Die Methode nennen wir mal Max. In die Klammern kommen jetzt zwei Parameter. Getrennt werden diese durch ein Komma. Beide sollen vom Typ Int sein. Hinter den Datentyp kommt dann immer der Name der übergebenen Variable. In der Methode überprüfen wir, ob a größer b ist und wenn ja, dann geben wir a aus, wenn nicht, dann halt b. Das Ganze machen wir mit der if-else-Anweisung und der print-Funktion. Die Anweisungen arbeiten dann mit den Namen der Parameter. Wenn wir die Namen in der Klammer ändern, müssen wir auch die Namen in den Anweisungen ändern. Sagen wir mal, sie heißen wieder a und b, dann ist die Methode auch schon fertig. Damit wir auch sehen, ob sie funktioniert, rufen wir sie in der Main-Methode auf. Dazu einfach wieder den Namen der Methode hinschreiben und jetzt schreiben wir in die Klammern Werte, die wir einsetzen möchten. Das Ganze nennt man auch Übergeben von Werten. Zum Beispiel übergeben wir 25 und 10. Getrennt durch ein Komma, da wir ja insgesamt zwei Werte haben. Wie ihr euch denken könnt, dürfen wir nur Werte vom Typ int dort einsetzen. Bei allen anderen gibt es einen Fehler und das Programm funktioniert nicht. Schreibt euch auf, beim Übergeben von Werten sind nur Werte des vorgegebenen Datentyps erlaubt. Okay,
Gehen wir auf den Play-Button, erhalten wir 25 als Ausgabe der Funktion. Ändern wir jetzt den zweiten Wert von 10 auf 30, bekommen wir logischerweise den Wert 30 geliefert. Was könnt ihr euch merken? Um Parameter zu übergeben, deklarieren wir sie zunächst in der Methode mit dem Datentyp und einem Namen. Rufen wir die Methode auf, schreiben wir in die Klammer Werte vom korrekten Datentyp. Am besten ihr probiert selbst mal ein paar Methoden zu schreiben, zunächst ohne Rückgabewert und ruft sie in der Main auf. Außerdem überlegt mal, was rauskommt, wenn wir in die Max-Methode für beide Werte die gleiche Zahl einsetzen. Schreibt es in die Kommentare. Aber vorher fassen wir nochmal zusammen. Methoden sind in Java Funktionen, damit das Programm überhaupt irgendwas machen kann. Deklariert werden diese in einer Klasse. Mit Public oder Static kann man bestimmte Optionen für Methoden bestimmen, die wir uns später genauer anschauen. Eine Methode kann einen Rückgabewert haben, sprich, was bei der Methode also rauskommt. Dieser Rückgabewert kann aber auch leer sein. Dann schreibt man einfach void. In die runden Klammern können Parameter eines bestimmten Typs übergeben werden. In den Anweisungen arbeitet man dann mit den Namen dieser Parameter. Um die Methode zu verwenden, muss sie in der Main-Methode aufgerufen werden. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann kommt jetzt einfach auf thesimpleclub.de. Dort haben wir alles Mögliche in Kursen zusammengefasst, sodass ihr das direkt für die Klausur üben könnt. Bis gleich!